Wie ich Buttons effizient drücke in Konosuba Fantastic Days. Viele von euch kennen vielleicht schon Melsums Guide zum Thema, wie ich am besten Manual in Konosuba Fantastic Days spiele. Der Guide ist auf Englisch, dahingehend teils etwas schwierig zu verstehen, vor allem für neue Leute. Deswegen dachte ich mal, ich mache mir die Mühe und versuche das Ganze etwas einfacher darzustellen. Einerseits, indem ich es nochmal auf Deutsch erkläre. Andererseits, indem ich im Anschluss dazu auch nochmal ein Probe-Example oder ein paar Example-Runs mache, um euch die verschiedenen Techniken einfach einmal vorzustellen. Punkt Nummer 1. Jeder Charakter kann zwei Attacken ansparen. Im Sinne von, wenn euer Leiste einmal voll ist und einmal das Okay dasteht, kann euer Charakter eine zweite Aktion ansparen. Wie ihr hier in dem Bild sehen könnt, wenn ich ein bisschen näher ranzoome, gibt es hier den inneren Kreis, der okay ist, und nochmal den äußeren Kreis, der sich nochmal vollfüllen kann. Das heißt, jeder kann theoretisch bis zu zwei Angriffe aufsparen. Das hat einige sinnvolle Vorteile, zu denen wir auch noch im Video kommen werden. Hier sei dazu erwähnt, es ist nicht sinnig mehr als, also man kann nur zwei Attacken volllaufen lassen. Alles, was drüber geht, ist verschwendete Zeit. Von daher, vor allem für Anfänger, sehr wichtig, guckt, dass ihr eure Attacken maximal auf zwei Züge auflaufen lässt und nicht überlaufen lasst. Part Nummer 2, Sequenzen und Timing. Hier ist wichtig zu verstehen, es gibt verschiedene Buffs und Debuffs im Spiel, die alle eine fixe Zeit haben, wie lang sie gehen. Und das Spannende hierbei ist, durch dieses Ansparen kann man seine Buffs und Debuffs effizient ausspielen. Bestes Beispiel, was hier gemacht wurde, es wurde gewartet, dass eine Yunyun ihren dass Rem ihren Attack-Buff bereit hat, um den Erstbezug 2 zu benutzen, damit im Prinzip Emilia den Buff für ihre Ulti hat und auch anschließend der Debuff hier ausgelaufen ist. Der Debuff nicht, muss ich rauscutten. Damit der Buff möglichst lange anhält und damit die Charaktere möglichst viele Züge mit diesem Buff durchführen können. Auch hier haben wir in der aktuellen Arena dann später ein super Beispiel dafür zum Thema Debuff, wo es darauf ankommt, ein richtiges Timing zu haben, um seine Skills alle zu benutzen, bevor der Boss seinen Debuff wirkt, um eben den Schadensverlust, den man damit hat, möglichst gering zu halten und natürlich auch seine Buffs möglichst lange und effizient oben zu halten. Part Nummer 3, der Auto-Button ist ein Freund. Klingt seltsam, wenn man sich manuelles Spielen angewöhnen will, aber der Auto-Button hat ein Gimmick, was es ein bisschen schwer macht, ihn zu verstehen. Und zwar, der Auto-Button priorisiert immer die neueste Unit, die einen Angriff bereit hat. Das Beispiel, ihr habt die drei Einheiten hier unten, die ihr sehen könnt, im Sinne von Megumin, Cielo und Rin. Der Fokus ist aktuell auf Cielo. Und wenn ich jetzt Auto drücke, wird Rins Skill automatisch zuerst benutzt, weil Rin gerade die Einheit ist, die am ehesten ihren Skill bereit hatte. Dazu gehört auch, dass die Einheit, auf der aktuell die UI drauf ist, die niedrigste Priorität hat. Auch das ist sehr relevant. Zum Beispiel, ihr seid auf Einheit 2 drauf, möchtet aber, dass die Einheit 1 ihre Ulti benutzt, könnt ihr einfach Auto drücken und damit die Ulti von Einheit 1 zünden, ohne nochmal manuell wechseln zu müssen, was vielleicht sogar zwei Klicks sind, weil vielleicht zum Beispiel Einheit 3 auch noch die Fähigkeit bereit hätte. Das Ganze ist ein bisschen schwer zu verstehen, deswegen auch dazu werde ich noch ein paar Beispiele zeigen, die das alles hoffentlich etwas klarer machen sollen. Und hier Punkt Nummer 4 ist schon mal, mach dir einen Plan, wie du spielen willst, um eben rauszukriegen, was für Mechaniken hatten der Boss, was für Verteidigungsbuffs oder was für Angriff-Debuffs dein Team hatte, was sind Team-Synergien im Sinne von, wer kann zum Beispiel den magischen Schaden erhöhen, wer kann die Verteidigung verringern und welche Einheit sollte dann zuerst angreifen, welche zuletzt, um am meisten Schaden rauszukriegen. Auch hier gilt dementsprechend, wenn dich der Boss angreift, kriegst du 5% Gauge. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch sagen, oh, ich bin mit 95% Angriffsleiste, ich warte darauf, dass der Boss angreift, vielleicht trifft er ja meine Einheit. Und dadurch kann meine Einheit direkt ulten, ohne diesen extra Bonusangriff machen zu müssen, um die Leiste voll zu haben, was wieder Bonusschaden ist, weil du dir Zeit einsparen kannst. Wichtig ist hier dazu einfach, guckt euch Videos an nochmal, guckt euch andere Videos auch gerne von mir an oder von anderen Leuten. Auch hier sind ein paar Kanäle verlinkt, die lohnt sich definitiv mal anzugucken.
Und genau, deswegen. Ziel ist es hier, Megumins Buffs möglichst lange auf dem Team aktiv zu halten. Das bedeutet, wir lassen hier Megumins Attackleiste möglichst weit volllaufen, bevor wir ihren Skill benutzen. Lassen auch jetzt hier die anderen Skills volllaufen, da hier die einzige Priorität ist, Megumins Buffs möglichst lange herauszuzögern. Das heißt, wir warten hier jeweils bis zum letzten Moment. Können damit Emilias Skill benutzen und können mit Megumin den Frosch besiegen. Der gute Vorteil ist jetzt, beide anderen Einheiten haben ihre Leiste bereits voll. Das heißt, ich kann jetzt einfach warten, bis Megumin ulten kann Auto drücken, dann wird automatisch Megumins Ulti benutzt, ohne dass ich hin und her wechseln muss. Hier gehe ich jetzt noch manuell auf Emilia drauf und klicke dann auf Auto, wodurch die andere Einheit, die einen Skill bereit hat, die nicht Emilia ist, ihre Ulti priorisiert bekommt. Das heißt, dadurch kann ich automatisch sagen, Wiz, bitte ulte einmal. Wie ihr seht, wo ich auf Emilia war, benutzt Wiz jetzt hier ihre Ulti. Hier ist noch Vorzeichen, ich benutze möglichst früh, um den Debuff lange da zu halten, dass der Frost nicht schon angreifen kann. Und auch hier habe ich jetzt Auto gedrückt, nachdem Union Ulti, Union Skill fertig war, um Union Skill so schnell wie es geht zu verwenden, ohne die Leiste drüber laufen zu lassen. Ich habe jetzt hier einen kleinen Fehler gemacht, und zwar habe ich Emilias Ulti zu früh gezündet. Hier gilt es eigentlich, auch möglichst lange zu warten, ungefähr bis zur Hälfte der Leiste, damit der Buff von Emilia lang genug anhält, um den zweiten Angriff, der jetzt vom Frosch kommt, noch weiter zu verteidigen. Wie ihr seht, meine Emilia hat jetzt sehr viel Schaden genommen. Damit wird sie vermutlich durch die nächste Boss-Ulti ausgenockt. Weshalb ich jetzt hier dazu leider gezwungen bin, die Heilung einmal früher zu zünden. Hier lasse ich jetzt Auto an, aus dem einfachen Grund, damit Union ihre Skill automatisch benutzen kann. Emilia ebenfalls ihre Ulti vor dem Boss benutzen kann. Und wirst auch noch ihren letzten Skill raushauen. Damit habe ich jetzt alle Skills soweit benutzt. Weshalb es jetzt nicht schlimm ist, dass ich hier den Debuff habe, wenn niemand essentiellen Schaden machen wird. Und ich einfach nur drei normale Angriffe verwenden kann. Bis der Debuff vorbei ist, kann damit automatisch hier Will Skill raushauen, nachdem die Debuffs vorbei sind. Unions Ulti wieder raushauen, um den Debuff, den Buff weiter anzuhalten. Und somit mein Team möglichst lange permanent den Schaden hochzuhalten. Damit sind wir auch im Prinzip schon am Ende des Rands angelangt. Kann die letzten Skills noch raushauen. Ach, schade. Aber ja, trotz Misplay, dass ich Emilias Ulti zu früh benutzt habe, seht ihr relativ einfach ein fast 300k Run. Deswegen finde ich die aktuelle Arena dafür ein sehr gutes Beispiel, weil ihr seht, es werden Skills lange angehalten, um die Buffs möglichst lange zu halten. Hier ist das richtige Taktik gefragt, im Sinne von, wann benutze ich welche Ultis, um den Boss zu verlangsamen, damit es seinen Debuff nicht schnell genug macht, um möglichst viel Schaden rauszuhauen, damit meine Ultis möglichst lange gebufft sind, meine Verteidigungsskills möglichst lange aktiv sind, um mehrere Angriffe des Bosses abzublocken. Das sind eigentlich die Dinge, auf die ihr achten müsst, weshalb es auch wirklich essentiell ist, auch vorher ein paar Runs einfach mal auf automatisch zu machen, um zu sehen, was macht denn der Boss, was wäre eine gute Strategie, vielleicht auch andere Videos anzugucken, was für schöne Strategien gibt es denn für die verschiedenen Bosse. Und dann eben zu gucken, welche Strategie funktioniert für mich am besten und dementsprechend, wie muss ich welche Skills wann benutzen, um mein Team möglichst lange gestärkt zu haben. Ja, damit wäre ich schon am Ende tatsächlich. Ich hoffe, damit war der ganze manuelle Prozess etwas deutlicher für euch. Wenn noch Fragen sind, schreibt gerne Kommentare. Schaut im Stream vorbei und fragt danach. Ich helfe gerne. Und ja, in dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.